erstes machen wir zwei Schritte vor, nehmen die Beine auseinander und drücken dann die Hüfte raus. Und los geht's. Beine auseinander, Hüfte raus. Habt ihr's? Eins, zwei, auseinander und Hüfte. Streckt euren Hintern raus. Ha! Nochmal. Wir nehmen die Arme dazu. Streckt sie gerade zur Seite. Raus, rein. Gut. Mit Kraft. Wenn ihr wollt, könnt ihr den Kopf dazu nehmen. Gut, letztes Mal. Wir schütteln unsere Hüften. Schütteln, schütteln. Gut so. Mit ein wenig mehr Feuer. Super. Und jetzt nehmt die Arme dazu. Bewegt sie mit den Hüften zusammen. Gut. Nehmt den Kopf dazu. Gut. Gut so. Jetzt kombinieren wir die beiden Moves. Zuerst die Schritte nach vorne. Los geht's. Und Hüften. Nochmal. Geht zurück. Gut. Und los geht's. Und marschieren. Noch zweimal. Auf geht's. Arme raus und schütteln. Okay. Denkt an die Arme. Arme. Ha. Okay, Leute. Für den nächsten Move machen wir drei schnelle Schritte zur Seite. Halten an, gehen zurück, setzen den Fuß auf, rechts, links, stopp. Und zurück. Gut, drei schnelle Schritte. Und zurück. Aufsetzen. Gut. Anstatt anzuhalten, machen wir jetzt einen sogenannten Sweep Step. Sweep Step. Gut. Aufsetzen. Sweep Step. Gut. Zieht den Fuß richtig über den Boden. Stampft auf. Okay, jetzt nehmen wir die Arme dazu. Das hilft uns noch mehr. Eins, zwei, drei. Als ob ihr rennt. Setzt euren ganzen Körper ein. Eins, zwei, drei, hoch, runter. Okay, ohne aufsetzen. Wir gehen zur anderen Seite. Eins, zwei, drei, halt. Und zurückgehen. Aufsetzen, anhalten. Und zurückgehen. Gut. Eins, zwei, halt. Denkt dran, die Beine zu kreuzen. Aufsetzen. Gut. Nehmen wir den Sweep Step dazu. Und los geht's. Sweep Step. Geht zurück. Aufsetzen. Sweep Step. Gut so. Okay. Letztes Mal, bevor wir die Arme dazu nehmen. Auf geht's. Rennt los. Setzt euren Körper ein. Okay. Setz die Arme in der dynamischen Stütze ein. Klasse. Jawohl.